lese aus dem Verlag Schattauer Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung und in Kapitel 5 Genetik 5.2 bin ich angekommen bei Zwillings- und Adoptionsstudien beim vierten Absatz und der ist ein bisschen länger. So. Zwillingsstudien können die Konzepte zu genetischen und umweltbedingten Einflüssen illustrieren. Ausgangspunkt ist dabei die Tatsache, dass eineilige Zwillinge üblicherweise alle Gene teilen. Zweieilige Zwillinge teilen im Durchschnitt die Hälfte der Gene. Wie normale Geschwister auch. Eine hohe Erblichkeit ist somit die Korrelation zwischen eineiligen Zwillingen und die zweifache Korrelation zwischen zweieiligen Zwillingen. Das habe ich schon nicht verstanden. Egal. Allerdings ergibt die Rechnung häufig nicht dasselbe Ergebnis. Wenn die Korrelation zwischen zweieiligen Zwillingen weniger als die Hälfte der Korrelation zwischen eineiligen Zwillingen beträgt, so geht man von einer Art Non-Additivität aus, die einfach interpretiert wird. Klammer auf, Untersuchungsprobleme wie zum Beispiel die Zuordnung der Zwillingspaare, die ungleiche Umwelteinflüssen, denen eineiige und zweieiige Zwillinge ausgesetzt sind, sowie die Polarisierung der Zwillingspaare werden dabei außer Acht gelassen, Klammer zu. Was auch immer Polarisierung der Zwillingspaare ist. Ich verstehe den ganzen Text nicht richtig. Ist die Korrelation zwischen zweieiligen Zwillingen höher als diejenige zwischen eineiigen Zwillingen, so geht man davon aus, dass etwas in der Familie die Zwillinge ähnlicher gemacht hat, als dies genetisch erklärbar wäre. Dieses Etwas bläht die Korrelation zwischen den einzelnen eineiigen Zwillingen ebenso auf wie zwischen den einzelnen zweieiigen Zwillingen. Somit ist die Korrelation zwischen eineiigen Zwillingen ebenso auf Gene zurückzuführen wie auf dieses Etwas. Das heißt auf gemeinsame Umwelteinflüsse in der Familie oder auch einfach auf gemeinsame Umwelteinflüsse. Sie errechnet sich aus der doppelten Korrelation, was auch immer die doppelte Korrelation sein soll, zwischen zweieiligen Zwillingen von der Korrelation zwischen eineiligen. Die errechnet sich aus der doppelten Korrelation zwischen zweieiligen Zwillingen, von der die Korrelation zwischen eineiligen Zwillingen subtrahiert wird. Boah. Erblichkeit ist dann die Korrelation zwischen eineiligen Zwillingen, von der die gemeinsamen Umwelteinflüsse subtrahiert werden. Wie auch immer das ermittelt wird. Die Unterschiede zwischen 1 und der Korrelation zwischen eineiligen Zwillingen ist die in der Familie nicht geteilte Umwelt oder kurz getrennte Umwelt. Habe ich auch nicht verstanden. Heutzutage übernehmen komplizierte statistische Analysen die Berechnung, die jedoch auf dieser simplen Logik aufbauen. Die Schätzungen werden entweder als eine Zahl zwischen 1,0 und minus 1,0 dargestellt, als Korrelation, auf denen sie ursprünglich basieren, oder als Prozentangaben zwischen plus 100 und minus 100. Das mit den 1 und minus 1 und den 100 und minus 100 habe ich verstanden, den Rest nicht. Ich halte den Text einfach nur für scheiße. So, was kommt, ist der fünfte Absatz. Da steht auch nur Scheiße. Naja. Ich kämpfe mich mal da durch.